War ja mal wieder klar, dass der Notruf von einem echt steilen Berg kommt. Abschaum. Was ist das? Was zum Henker? Ist das zu fassen? Val, sieh nach, ob da drüben etwas ist. Bin dran. Wir sehen uns das Schlachtfeld an. Erstmal zu dieser Zenith. Irgendwie konnten die Rebellen ihren Schild ausschalten. Aber warum war sie hier? Ich kann auf ihre Kommunikation zugreifen, aber ich werde auch das Schlachtfeld scannen. Was war mit dieser irren Waffe der Zenith? Offenbar konnte sie sie kommen und gehen lassen. Aber jetzt ist sie weg. Gut, dann mach dein Ding. Ich warte hier. Was? Hallo, Verbena. Was hast du für mich? Ich habe überall gesucht, noch immer keine Spur vom Ziel. Können wir diese sinnlose Suche endlich abblasen? Vergessen wir mal nicht, wer das Ding überhaupt entkommen ließ. Bis Einbruch der Nacht will ich Ergebnisse. Meinst du, du bekommst das hin? Moment. Ich glaube, ich sehe was. Dieses Phantom hatte Anweisungen, beim Sichern des Ziels zu helfen. Was dieses Ziel wohl ist? Hier hatten die Rebellen wohl länger ein Lager. Haben sie die Gegend beobachtet? Ein Osserer mit einem Fokus. Offenbar hat er Daten über die Waffe an jemanden gesendet. Die Waffe ist noch heiß. Ich muss herausfinden, wie sie funktionierte. Aber vorher muss sie abkühlen. Also, Seherin des Verborgenen, was hast du herausgefunden? Das war ein geplanter Angriff. Ich fand ein Lager, da oben. Die Rebellen hatten den Ort hier mindestens ein paar Tage lang beobachtet. Sie warteten darauf, dass die Zenith auftaucht. Nur um die Waffe zu testen. Die Zeniths haben einen Schild, der sie unverwundbar macht, aber die Waffe hat ihn ausgeschaltet. Der Osseram, der sie bediente, hat Daten darüber weitergeleitet. Das Ding war wohl nur ein Prototyp. Ich kenne Bastler, die das so machen. Erst ein paar Versuche, bevor es richtig losgehen kann. Es war wohl noch nicht serienreif, weil es explodiert ist. Sie suchte etwas, das sie verloren hatte. Ihre Drohne hatte den Befehl, das Ziel zu finden. Und das Ziel? Ist das die Unterfunktion, die wir hier suchen? Luthier? Ich weiß nicht. Dann komm, gehen wir zur Wahl. Da geht's tief runter. Irgendwas hat sich in den Berg gegraben. Sieht frisch aus. Was auch immer das war, es war sehr mächtig. Die Zenith, die die Rebellen töteten, hatte ein gewisses Ziel gesucht. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich schätze, es ist da unten. Na schön, dann mal runter. Erend,
Du bleibst hier und passt auf. Die Zenith ist nicht die einzige ihrer Art. Ich will nicht überrascht werden, wenn die anderen auftauchen. Melde dich per Fokus, wenn dir etwas auffällt. Okay, wenn Ärger auftaucht, melde ich mich. Los geht's. Hier unten ist eine Ruine der alten Welt. Du sagtest, die Zeniths hätten ihr eigenes Backup von Gaia? Ja, aus dem Testlabor. Vielleicht waren sie hinter Eluthia her. Sie fanden ihr Versteck und sie sendete das Notsignal. Vielleicht. Sieht wie eine Art Rechenzentrum aus. Von der Konsole aus kann man wohl auf alle Systeme zugreifen. So einen Sender habe ich noch nie gesehen. Sieht nach Selbstzerstörung aus. Das war ein Far Zenith Forschungslabor. Von hier aus wurden kürzlich wohl große Datenmengen gesendet. Von dem Gerät in der Nähe. Eluthia ist also weg? Vermutlich. Wenn sie überhaupt je hier war. Aber warum haben die Zeniths dann nach dem Ziel gesucht? Sehen wir uns weiter um. All dieses Zeug. Frag mich, was sie hier gemacht haben. Wie ich Far Zenith kenne, haben sie hier Erstaunliches entdeckt. Zu ihrem eigenen Nutzen. Hast du genaueres über das Ziel erfahren? Ich glaube nicht. Der Ort hier ist ja riesig. Eine Art Lagerraum. Vielleicht ist das Ziel ja hier irgendwo. Falls ja, konnte die Zenith es irgendwie nicht finden. Sehen wir uns mal um. Also, wie kommt Erend mit all dem zurecht? Wirklich? Naja, Gaia, die Zeniths, der Fokus. Es ist viel. Aber als ich ihn im Schrecken fand und sagte, dass du Hilfe brauchst, ließ er sofort alles fallen und kehrte um. Er ist loyal. Das steht fest. Eine Steuerkonsole. Für die Speichereinheiten. Kann sie uns sagen, ob das Ziel in einer ist? Tja, finden wir es raus. "236 Behälter werden gelagert. Bitte geben Sie die gewünschte Behälternummer ein." 236? War da nicht eine Zahl aus dem Notrufsignal? Aloy. Das bist du. Kalt wie Eis.
Das stammt wohl von ihrem Kopf. Aber wieso? Hallo, Elisabeth. Sorry, ich weiß nicht, wie ich dich sonst nennen soll. Mein Name ist Beta. Ich muss mich kurz fassen. Mir bleiben nur ein paar Minuten, bis man bemerkt, dass ich weg bin und ich muss noch das Implantat entfernen. Ich wollte bei dir Schutz suchen, aber wenn du das siehst, bin ich wohl tot. Hüte dich vor Vasenev. Sei vorsichtig, sie sind gnadenlos und haben jetzt Eluthia, Artemis und Apollo. Aber ihnen fehlt der Gaia-Kern als Basis. Du musst Erfolg haben, sonst war alles umsonst. Viel Glück und adieu. Also... Sie lebt noch. Wir müssen sie zurückbringen. Oh Mist, sie können fliegen! Aloy! Aloy, kannst du mich hier nicht hören? Was ist los, Erend? Zwei von den Phantomdingern sind runtergefallen. Eins von denen ist auf dem Weg zu dir. Das andere wartet hier oben. Wir kommen hoch. Bleib in Deckung, bis ich da bin. Alles klar. Bring sie in dem Raum in Deckung. Was immer passiert, sie bleibt bei uns. Ich beschütze sie. Hässliches kleines Ding, was? Okay. Geht es dir gut, Aloy? Ja, ich bin auf dem Weg nach oben. Bleib erstmal hier unten mit dem Klon. Okay, ich komme nach, wenn die Luft rein ist. Das klingt nicht gut. Ich muss zu Erend. Erend, ich bin hier. Sei vorsichtig. Das Ding schießt wie verrückt. Warte kurz. Mal sehen, was ich tun kann. Schwere Waffe. Ich könnte sie gegen das Phantom einsetzen. Das Phantom bewegt sich nicht vom Fleck. Ich kann mich vielleicht ranschleichen, wenn ich aus der Schusslinie bleibe. Schild aktiviert. Ich muss mit hinten vorbeischleichen. Alles gegeben.
Ihre Waffe, die könnte helfen. Dafür. Du hast die Schwachstelle. Aloy, Munition! Aloy, verschwinde da! Aloy, nimm das! Das gibt schöne Dellen! Nimm's wie ein Mann! Oder eine Frau! Entschuldige, Aloy! Aloy, Sie... Ich bin nicht betrunken, aber gerade sehe ich doppelt. Lange Geschichte. Aber das muss warten. Sie braucht einen Heiler. Wir müssen sie sofort zur Basis zurückbringen. Stimmt. Ja. Gut, worauf warten wir dann? Geht ihr beide voran. Ich muss mir nochmal die Waffe ansehen. Nein. Verdammt. Gut, besser als nichts. Aloy, wir haben einen neuen Gast. Jetzt kennen wir den Ursprung der Übertragung. Ja, ich habe außerdem das hier. Die dazugehörige Waffe hat einem Zenith irgendwie den Schild abgenommen, aber sie versagte und ist explodiert. Wenn wir die Waffe nachbauen und verbessern, können wir die Zeniths vielleicht besiegen. Moment, führe Scan durch. Erledigt. Ein Abgleich der Ergebnisse mit Daten deines Fokus zeigt, dass die Waffe im Vergleich zur Zenith-Technologie sehr weit fortgeschritten ist. Aber nicht, wie sie funktioniert. Hat die Explosion die Daten beschädigt? Es war nur ein Auslöser. In dem Moment, als die Waffe versagte, hat sie wohl einen Befehl ausgelöst, all ihre Daten zu löschen. Anscheinend sollte das verhindern, dass Informationen über die Waffe an den Feind gelangen. Die Konstrukteure dieser Waffe wussten, wie man Spuren verwischt. Silence. Basierend auf deinen Daten zu ihm, komme ich zu dem gleichen Schluss. Und er wird nicht mit uns kooperieren. Naja, ein Versuch war's wert. Aber
Das ist nicht alles. Die Zeniths haben Eluthia, genau wie Artemis und Apollo. Das ist bedauerlich. Allerdings bleibt unser ursprünglicher Plan unverändert. Die zwei nachrangigen Funktionen sollten meine heuristische Prozessordichte erhöhen, um Hephaestus absorbieren zu können. Okay, eins nach dem anderen. Tja, ich guck wohl besser nach dem Klon, bevor ich wieder rausgehe. Ja. Sie hat sich in den Wartungsbereich unter uns zurückgezogen. Varl ist bei ihr. Okay. Sie war nach dem Aufwachen in Panik und ist gestolpert. Ich dachte, ich warte besser auf dich. Ich rede mit ihr. Hallo? Du heißt Beta, oder? Mein Name ist Aloy. Was ist los? Ist es deine Verletzung? Simulacrum-Entzugserscheinung. Das verstehe ich nicht. Das Entfernen eines neurologisch integrierten Datenträgers. Das Gehirn, vor allem das Kleinhirn, geht in eine Art sensorischen Freifall. Alles Echte erscheint unecht. Entfernt. Kann man da irgendetwas tun? Hast du einen Fokus übrig? Es ist primitiv, aber ich bekomm's hin. Ja. Fahre hoch. Also, Aloy, ich glaube, du willst Informationen. Über dich und die Zeniths? Ja. Warum sind sie hier? Was wollen sie? Wie haben sie dich gekriegt? Aber lass uns am Anfang beginnen. Ich glaube, sie haben die Zerstörung ihres Schiffes vor 1000 Jahren vorgetäuscht. Das wäre übereinstimmend mit ihrem Verhalten. Sie wollen nicht, dass man ihnen folgt. Far Zenith hat also doch eine Koloniewelt geschaffen. Ja, für ein paar hundert Jahre, aber sie hat nicht überdauert. Eine Art Naturkatastrophe hat sie unbewohnbar gemacht. Okay, also sind die Nachfahren von Far Zenith von einem sterbenden Planeten geflohen? Und jetzt wollen sie die Erde für sich beanspruchen? Nicht ihre Nachfahren. Was? Nicht ihre Nachfahren. Es sind sie selbst, die die Erde vor 1000 Jahren verlassen haben. Das wusstest du nicht? Wie können sie immer noch leben? Sie sehen noch nicht mal aus, als ob... Was haben sie mit sich gemacht? Ich glaube, es ist eine Kombination aus Medikamenten, Zelltherapie und technischen Implantaten. Und du? Bedeutet das, dass... Ich bin nicht wie sie. Ich wurde auf dem Weg zur Erde geschaffen. Auf dem Schiff. Ich habe Jahre in meinem Trainingsinterface verbracht. Nur um meine Funktion wahrnehmen zu können. Zugang und Kontrolle des Terraformierungssystems. Aber wieso? Was wollen die Zeniths jetzt damit? Als ich herausfand, dass das Zero-Dawn-System in seine Einzelteile aufgelöst war, dachte ich, ich müsse es reparieren. Aber die Zeniths wollen das wohl nicht. Sie wollen die Erde komplett säubern und neu anfangen. Du sagtest, du wurdest auf dem Weg zur Erde geboren. In einer künstlichen Gebärmutter, nehme ich an. Die Zeniths hatten eine Ektogenese-Kammer auf dem Schiff. Ein Update von der, in der du mich gefunden hast. Sie müssen eine gespeicherte Probe von Elizabeths DNA benutzt haben. Elizabeth hat sich sicher nicht DNA von ihnen entnehmen lassen. Weißt du, wie sie bekommen haben? Das war nicht Bestandteil des Archivs, auf das ich Zugriff hatte. Du sagtest, dass du Jahre in einem Trainingsinterface verbracht hast. War dieses Archiv ein Teil davon? Aber nur die Teile, auf die ich zugreifen durfte. Aristoteles und Aspasia. Die Avatare des Archivs wiesen mir Lernmodule zu und bewerteten meinen Fortschritt. Warte mal, diese Namen. Sie waren als virtuelle Leiter der Apollo-Datenbank vorgesehen, bevor Ted Farrow sie gelöscht hat. Die Zeniths haben eine Kopie. Also existiert sie noch. Und du musst von ihr lernen. Nur was als relevant für die Mission erachtet wurde. Wenn ich Informationen außerhalb der Vorgaben anfragte, lehnten meine Tutoren das ab. Dieses ganze Wissen zu haben, außer Reichweite. Das muss frustrierend sein. Wie bist du den Zeniths entkommen? Vor dem Hades-Testlabor hätte ich nie gedacht, dass ich freikomme. Wäre ich geflohen, hätte ich niemals allein in der Wildnis überlebt. Dann habe ich dich gesehen. Und ich dachte, vielleicht kannst du mir helfen.
Und als sie Zenith Eluthias Position in der biomedizinischen Forschungsstation anzeigten, sah ich eine Chance. Du sagtest, du sahst eine Fluchtmöglichkeit, als du auf dem Weg warst, Eluthia zu fassen. Was genau hast du gemacht? Wenn ich auf eine Mission geschickt wurde, um eine nachrangige Funktion zurückzuholen, war nur ein Zenith mit dabei und wurde von den Rebellen getötet, außerhalb der Anlage. Verbena ist tot? Wie haben sie ihren Schild ausgeschaltet? Ich sehe mir das mal an. Aber du sprachst gerade von deiner Flucht? Als es an der Zeit war, den Sender der Zenith zu benutzen, um Eluthia zurück zur Basis zu schicken, habe ich eine verschlüsselte Nachricht übermittelt. Ich habe Verbena so lang abgelenkt, dass ich mich in der Ektogenesekammer einschließen und die Protokolle der Station so ändern konnte, als ob es nur 236 Behälter gäbe. Und der Gaia-Systemkern? Ich behauptete, dass ich Eluthia schneller fassen könnte, wenn ich ihn dabei hätte, und sie glaubten mir. Gut gemacht. Wir haben es also mit denselben Falsinith-Leuten zu tun, die schon mal auf der Erde lebten. Was weißt du sonst noch über sie? Sie waren einige der reichsten und mächtigsten Menschen der Erde. Sie kontrollierten fast alle wichtigen Rohstoffe und Industrien. Gérard befehligt sie. Er ist es, der entschied, eine Basis zu errichten. Die anderen, Eric, Tilda, Verbena, nehmen ihm seine Macht über sie übel, aber letzten Endes tun sie immer, was er sagt. Eric, mit ihm habe ich im Hades-Testlabor gekämpft. Er mag es, Menschen weh zu tun. Du sagtest, dass die Zeniths eine Basis auf der Erde haben. Wo ist sie? Vor der Küste, glaube ich. Wenn ich auf Mission gehen musste, wurde ich in einer Phantomdrohne transportiert. Ich konnte draußen nichts sehen. Aber ich konnte die Zeniths einmal darüber sprechen hören. Sie wollten einen Umkreis-Energieschild errichten, um die lokale Fauna abzuschrecken. Sie haben sicher noch andere Sicherheitsmaßnahmen. Phantompatrouillen, Maschinenköder. Es muss unüberwindlich sein. Was befindet sich in der Basis? Starteinrichtungen, über die sie zu und von ihrem Schiff im Orbit pendeln können. Und Infrastruktur, um Materialien zu sammeln und alles herstellen zu können. Sind da mehr Zeniths, als du getroffen hast? Ich weiß noch nicht. Ich denke, es muss noch andere in der Basis oder im Schiff geben. Soweit ich weiß, könnten auch noch weitere im Weltraum sein, andere Überlebende der Kolonie. Du sagtest, dass die Zenith-Kolonie im Sirius-System zerstört wurde. Was ist passiert? Mir hat man nur gesagt, dass sie Sirius wegen einer Naturkatastrophe verlassen mussten. Ich vermutete, es war ein extrasolares Objekt oder ein katastrophales Erdbeben. Oder es war vielleicht auch ein außergewöhnlich starker Sonnensturm auf Sirius A. Die Zeniths haben dir nie Einzelheiten genannt. Sie sagten, das einzig Wichtige war, dass sie überlebt haben. Zuerst die Erde vor 1000 Jahren und dann Sirius. Also wollen die Zeniths das Leben auf der Erde vernichten. Das vermuten Gaia und ich auch. Aber wieso? Warum alle töten, nur um zu erobern? Als sie mich auf Mission mitnahmen, sah ich, wie sie die Ureinwohner abschlachteten, auf die wir stießen. Sie schienen sich nicht für eine regenerierte Erde zu interessieren. Daraus schloss ich, dass sie einen kompletten Neustart des Systems wollen. Dann könnten sie es umgestalten. Ganz so, wie sie wollen. Massen aussterben für ihren eigenen Komfort? Wer denkt denn so? Die Zeniths brauchten Elizabeths genetischen Fingerabdruck für Zero Dawns Einrichtungen. Also haben sie dich geschaffen. Dich trainiert. Und du hast mitgemacht? Sie sagten mir, ich wurde geboren, um mich mit Zero Dawn zu verbinden. Als wir die Erde erreichten, habe ich mir zusammengereimt, was mit Gaia und ihren Funktionen passiert sein musste. So wurde mir klar, dass es nicht meine Aufgabe war, Gaia zu reparieren. Sondern, dass sie mich erschufen, damit ich ausführte, was ihr Ausrottungssignal nicht schaffte. Die Neustadt der Erde. Zu ihrem Nutzen. Du weißt über das Ausrottungssignal Bescheid? Es war Spekulation, aber die einzige logische Folgerung, warum Gaia sich nach langem effizienten Arbeiten plötzlich selbst zerstörte. Gaia hätte eine so extreme Option nur dann gewählt, wenn sie eine Bedrohung für das Leben auf der Erde ermittelt hätte, die gefährlicher als das Einstellen ihrer Funktionen wäre. Ich hätte begreifen sollen, dass sie außerdem die Neuerschaffung von Elizabeth Sobek anordnen würde. Naja, Überraschung. Ich glaube, das reicht erstmal. Willst du nach oben kommen, oder? Also wie lang? Du weißt doch, dein Plan. Bis wann kann Gaia eine Maschine bauen, die die Zeniths besiegen kann? Woher weißt du das? Optimale Strategie, und? Ich brauche immer noch 2 weitere nachrangige Funktionen, bevor Gaia stark genug ist, um Hephaestus zu absorbieren. Was? Du hast Hephaestus noch nicht?
Gaia probiert noch, wie es am besten aufzunehmen ist. Es ist nicht an einen festen... festen Ort gebunden, natürlich nicht. Du solltest jetzt längst weiter sein. Du wusstest nicht mal, wer die Zeniths wirklich sind. Herzukommen war ein Fehler. Sie werden diesen Ort finden. Sie werden ihn finden und mich zurückbringen. Das hier war alles umsonst. Sie werden uns nicht finden. Gaia verschleiert mit Hilfe von Minerva unseren Standort. Was macht das für einen Unterschied? Du bist zu weit zurück. Wir werden sie niemals schlagen. Alles und jeder wird sterben. Hey, ganz ruhig. Du bist jetzt hier, oder? Also kannst du irgendwie helfen. Ich habe bestimmte Wissenssätze. Und an deinem Fortschritt gemessen. Expertise, die dir wohl fehlt. Natürlich Geobautechnik. Computerwissenschaft, Physik, Biologie, Chemie. Okay, ja. Guck mal, ob du damit was anfangen kannst. Sprich mit Gaia. Guck später nach dir. Wie war's? Ihre Verletzung ist nicht schlimm, aber sie bereut es, hergekommen zu sein. Beruht wohl auf Gegenseitigkeit. Ich komm später wieder und spreche mit ihr. Vielleicht kann ich was rausfinden. Hey, geht's dir und Erend gut? Nichts, das etwas Ruhe nicht richten kann. Bist du okay? Dieses Beta-Ding ist ja echt viel. Selbst für dich. Ich mach einen Schritt nach dem anderen. Das ist gut. Wenn du irgendwas brauchst, sag Bescheid. Ich sollte zurück in die Wildnis. Ich behalte Beta im Auge, damit es ihr gut geht. Okay.